Wir sind ja für mich jetzt nicht unbedingt Menschen, die da singen, sondern Farben, die singen. Das ist wie ein gemaltes Bild, ganz genau, was sich anfängt zu bewegen. Was reizt dich tatsächlich am Bühnenbild sozusagen? Naja, das ist ja die Bühnenbild, das sind die Bilder, das die Bilder leben. Also schon auch das Theater als Form, als Bewegung? Die Theaterform, dass die Farben sich bewegen. Also eine Mischung aus Kintop und Malerei, ne? Ist das. Wir hatten schon früher mal gesprochen. Du hast gesagt, du würdest gerne irgendwas machen, wo du sagen, bildhaft sozusagen auch im traditionellen Sinne barock wolltest du eigentlich sowas machen in der Richtung. Nein, das Theater war barock. Ich meine, das kann man nämlich wie Bäckchen barock. Ich bin ein heutiger. Nein, aber du wolltest ein barockes Stück haben. Naja, weil das ist so, dann meinen die meisten Spielraum. Ne? Ja. Und so ist dieses Stück eigentlich zustande gekommen. Siehst du richtig schrocken? Bleibt man das über? Genau. Ja, das hat sich dann so ergeben. Und du gehst davor und sagst, jetzt spielen wir mal unter Cosa Rara. Ja, und da hat er gesagt, das wäre was für dich, hat er mich gefragt. Dann habe ich mir das angehört. Und habe ich gesagt, ja doch, das würde ich gerne machen, weil das ist so schön leicht und entspricht zu meinem Kulissengedanken und meinem Wanderzirkus-Idee. Also von der Bühne. Dass es Theater ist, dass es unecht ist, dass es falsch ist. Du willst nicht deckend schwarz streichen, ne? Nee, du machst einen vor und dann. Ja. Und für mich ist Bühne eben eine Kulisse. Und eine Kulisse ist eine Fläche, die bemalt wird, also eine Form von Illusion. Das ist ja das Rudiment, ist ja, dass es eben Bühnenbilder sind, ne? Also ja. Bilder, die wackeln. Und ich komme also, wie gesagt, also von diesem Theatergedanken her, wenn ich ins Theater gehe, will ich ins Theater gehen. Und als Maler ist natürlich der Schwerpunkt bei mir auf der Farbe. Und eben auch auf dieser Flüchtigkeit. Nicht? Also ich will ja nicht, dass ich hier kein bürgerlicher Ausmaler, nicht? Sondern ich bin ja so, dass es also eigentlich müsste die Bühne schwarz-weiß sein oder weiß sein. Und ich laufe mit dem Eimer rum oder wir laufen mit dem Eimer rum und hauen da ein bisschen Farbe gegen. Das wäre eigentlich der ideale Zustand. Aber warte erstmal ab, was das Publikum zum Bühnenbild sagt. Da lässt mich nicht mehr rein. Aber ich habe dich doch nach Bonn auch wieder reingelassen. Ne? Ja, nur das Stück ist ja noch nicht auf der Bühne. Wann ist eigentlich die Beleuchtungsprobe? Nächste Woche. Nächste Woche. Da musst du gucken. Ne? Ja, nee, ich wollte ja so flüssig haben. Ich wollte dir nicht so. Aber das stört mich komisch. Du meinst wie links, dass die greller sind? Nein, nein, ich meine, dass der. Alles hat Zugriff bei mir. Ne? Also wenn ich so eine Tür habe, ne? Verstehe, was du meinst. Die Frage ist eine andere Meinung. Was reizt dich eigentlich am Theater? Warum entwickelst du Räume für Theater? Nee, ich bin ein Bildermaler, nicht? Und Skulpturenmacher. Das schon mein ganzes Leben lang. Ich hatte nie andere Hobbys, ich hatte nie andere Leidenschaften. Das Einzige, was mich immer interessiert, dann waren also kulturelle Dinge wie also Musik, Literatur, Poesie vor allen Dingen. Ich liebe Gedichte zu schreiben. Gott möge mich dafür strafen, aber da muss die Umwelt mit auskommen. Und ich liebe zu reden, ich liebe es, Vorträge zu halten, ich gehe gerne in Konzerte, ich gehe gerne in Opern, weil ich lebe, und das bilde ich mir ein, in einem kulturellen Raum. Warum Bühnenbild? Ja, lass mich doch da mal hinkommen. Und das Bühnenbild ist eine die Premiere sind halb acht. Ich weiß, aber das Bühnenbild ist eine Situation, da kann man also die Farben, was ich also in Ulm gesagt habe, zum Leben bringen. Da kann man seine eigenen Bilder sich bewegen lassen. Da kann man in seine Horizonte Leute laufen lassen. Da kann man also diese seltsame Mischung aus Musik, aus Texten, aus Musik und aus dem Visuellen, kann man also das Wort, was ich tief hasse, aber das Gesamtkunstwerk, wie auch immer das man sehen mag. Also es passiert eine Transportation nicht über das Digitale, sondern über das Tatsächliche. Und deswegen sind meine Bühnenbilder auch immer provisorisch. Damit sie nicht perfekt werden, damit sie nicht also täuschen, sondern dass man schon sieht, der Baum ist nicht echt, so ein Baum gibt es gar nicht. Unten, das ist oben. Nur gar nicht, ja. Ja, genau, das müsste schief sein. Die sind jetzt die Freiformen, ja, ja. Das machen wir doch nicht im gleichen Format so groß. Ja, hier so einen, das wäre natürlich toll, ne? Auf dem gleichen Format so groß. Ja, müsste ja bleiben. Ja, finde ich ganz toll. Ja. Los, 100. Und der Innenausschnitt, der wird aber dann eben.
gerade, sehr gerade, schön gerade, ne? Also richtig quadratisch. Ne? Auch, ja. Oder sowas hier, können wir hier haben. Ja, toll. Ja. Aber dann der Passepartout-Schnitt, ne? Wie das dann, also das wird, ja. Genau, und da wollen wir gleich Abstand vom Äußersten immer. Ne? Bühnenbild zu machen, das aussieht wie ein Bühnenbild, also wo es klappert, wo es wackelt, wo alles nicht so manchmal was umfällt. Ich will einfach, dass die Leute, wenn sie im Publikum sitzen, Fantasie entwickeln und sich etwas vorstellen können. Das kann gar nicht provisorisch genug sein. Diejenigen, die heute Abend die Premiere sehen, werden das sicherlich wahrnehmen und ihre Fantasie bemühen müssen, um etwas zu erleben. Darüber hinaus sehen Sie hier die Entwürfe zu dieser Oper und ein paar Bilder, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, die ich sehr schön finde. Ist auch nicht schlecht, wenn man mal seine Sachen sieht und davon sehr angetan ist. Und diese Sachen, die ich hier gezeichnet habe, sind von einem Malersaal am Theater, der sehr hervorragend gearbeitet hat, sehr schön umgesetzt worden. Da bin ich sehr glücklich drüber. Die Skizzen sind das, was sie sind, Skizzen zu einem Bühnenbild, was dann eben in einer anderen Dimension umgesetzt wurde. Und ich finde die Nun bin ich ein Fan meiner Arbeit, infolgedessen finde ich die Zeichnung ganz schön. Und finde es ganz interessant zu sehen, die Zeichnung und dann die Umsetzung auf die Bühne, auch das Bühnenbild, wenn es dann Raum wird, wenn es dann Farbe wird, wenn es dann groß wird, wenn dann damit gespielt wird, wenn das dann irgendwie Kulisse wird. Das zu erleben ist für mich also ein echtes Vergnügen und deswegen habe ich diese Oper gerne gemacht. Sie sehen die Zeichnungen, das sind Zeichnungen, die sonst nicht so in mein übliches Schema passen, weil sie etwas vorhaben. Sie müssen etwas darstellen, was man realisieren kann. Das sind mehr Skizzen wie Skulpturen, wenn man so will. Und infolgedessen ist das also eine sehr eigene Geschichte und ich bin ganz aufgeregt zu sehen, wie sie dann in den Rahmen wirken. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist für mich also ein großes Vergnügen und ich bin gerne hier und ich hoffe, dass Ihnen die Arbeit gefällt und ich hoffe, dass die Oper klappt und dass sie gefällt und dass sie unterhält. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nein, das ist also die Auflage ist immer 6. Und dann plus 2 EA. Genau, es gibt immer nur die Gipse sind Unikate. Ja. Aber das sind also das ist eine Auflage. Es gibt immer 6 plus 2. Und dann ist aber auch Schluss. 10 Meter. Nee, hier. Gut, 10 Meter. Nein, nein, wenn du aus der Kirche rauskommst, 10 Meter längs ist ein Puff, wissen Sie das? Was? Das wusste er nicht. Das wusste er nicht. Das wusste der. Das wusste der. Höchstwahrscheinlich hat er nicht zugegeben. Aber er hat seinen Protest dann zurückgezogen. Genau der in der Salzburg ist. Was? Das ist genau der Arsch von Salzburg. Der Arsch von Salzburg. Genau. Ja, nur, also ich meine. Nein, das ist nicht eine Struktur. Komm, wir gehen was essen. Was insofern erfreulich ist, was du vom heutigen Abend erwartest. Das kann ich doch vorher nicht sagen, was erfreulich ist. Du musst eine Erwartung haben. Ich habe immer Erwartung, dass ich gefeiert werde, auf Händen aus dem Theater getragen werde. Morgen überall frei, wir kriegen. Ich bedanke mich sehr für dein Gespräch.